Das Forum Schule macht Demokratie, gute Schulen tun was, neigt sich ganz langsam dem Ende. Und natürlich möchten wir auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, uns ein bisschen zu erzählen, wie sie dieses Forum hier so wahrgenommen haben. Und Sarah Berg hat sich bereit erklärt, nach 1,5 Tagen Überredungskunst, nein, nicht ganz so lang, so ein bisschen was übers Forum zu erzählen. Frau Berg, wie haben Sie das wahrgenommen? Beziehungsweise stellen Sie sich einmal ganz kurz vor vielleicht, woher Sie kommen, ob Sie von der Schule kommen und wie Sie den Weg hier zu uns gefunden haben. Gerne. Ja, Sarah Berg ist mein Name. Ich bin aus dem Süden, aus München her angereist. Ist nicht schlimm. Ne? Darf man, schön, man muss an der München. Stelle einfach bei der Wahrheit bleiben. aus München, und ich bin dort von im Grunde von der Stadt München, vom Referat für Bildung und Sport, das sogenannte Pädagogische Institut, Zentrum für kommunales Bildungsmanagement. Es geht noch weiter. Ich bin in der politischen Bildung dort tätig. Und wir kümmern uns im Grunde um die Fort- und Weiterbildung von den städtischen Lehrkräften. Und ich im Besonderen um die politische Bildungsarbeit für Schülerinnen und Schüler. Vielleicht noch einmal eine Frage, weil mich das persönlich interessiert. Sie bilden sozusagen Lehrkräfte aus in der politischen Bildung. Wie wichtig ist es denn gerade in der heutigen Zeit, Lehrkräfte auszubilden in der politischen Bildung? Also ihnen vielleicht auch zu vermitteln, dass sozusagen ihre klare Stellung oder Positionierung gefordert ist? Also ich denke, ganz wichtig ist, im Grunde sind sie ja ausgebildet, aber noch nicht fertig. Und wir kümmern uns um Fort- und Weiterbildung. Und da kann man natürlich Lifelong Learning immer etwas tun, zumal es natürlich brisante Zeiten sind, sozusagen Zeitgeschehen längst in den Klassenräumen aufschlägt. Und wir schon sehen und merken, dass da, gewisse Überforderungen, gewisse Unsicherheiten im Umgang mit der Klasse, mit den Schülern und Schülerinnen herrscht, wenn es darum geht, wie positioniere ich mich denn in Bezug auf das, was eben von außen reindrückt, an den schwierigen und komplexen Themen. Die sind eben nicht leicht vermittelbar. Das ist nicht eine Unterrichtseinheit. Da brauchen wir, kommen wir gleich dazu, viel Zeit und viel Raum, um überhaupt erstmal Stimmen hörbar zu machen. Und deswegen ist es akut wichtig, dass sich Lehrkräfte mit politischer Bildung oder Bildung des Zeitgeschehens befassen, um sich einfach selbst immer wieder ein Stück weit herauszufordern und zu justieren, würde ich jetzt mal sagen. Und mit welchen Erwartungen sind Sie jetzt hier zum Forum gekommen und was nehmen Sie mit? Gibt es vielleicht irgendwie abstrahiert oder extrahiert irgendwas, was Sie mitnehmen? Also grundsätzlich bin ich natürlich wieder bestärkt dass die Arbeit, die wir tun, wichtig ist und wesentlich und dass wir uns da auch weiter drum kümmern müssen, immer wieder ganz die zeitgemäßen Fragen auch uns selbst abzuverlangen, weil eben alles immer komplexer wird. Ich bin hergekommen, weil mich im Grunde der Titel sehr interessiert hat, Schule macht Gesellschaft, beziehungsweise Demokratie in dem Fall. Und das sind drei starke Worte und genau so hat sich's für mich auch dargestellt. Schule ist ein großer Tanker. Machtgefüge sind Dinge, die wir wahrscheinlich noch 3 Leben lang weiter verhandeln können, wie wir Machtstrukturen und strukturelle Probleme in unserem Bildungssystem aufbrechen können. Und Demokratie verhandeln wir gerade rauf und runter und müssen eben sehr genau aufpassen, dass uns da nichts verlustig geht. Ne? Und wie kann man, weil Sie gerade von so Strukturen, die ich oft auch ich habe Projekte an Brennpunktschulen unter anderem gemacht hier in Berlin und da habe ich einfach auch wahnsinnig viel strukturellen, zum Beispiel Rassismus auch an Schulen mitbekommen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das eigentlich aufbrechen? Ist Bildung alleine, vor allen Dingen auch der Lehrkräfte und die Lehrkräfte sozusagen auch mal Perspektiven wechseln zu lassen, ist das wirklich nur die Lösung oder gibt es nur diese eine Lösung? Oder? Also ich glaube, dass das ein wesentlicher Anteil ist, alle in dieses Lifelong Learning und in dieses sich neuen Perspektiven zu stellen und sich neue Fragen zu formulieren, das sich abzuverlangen. Und mein Weg, wie ich groß geworden bin, mein Weg ins Leben, mein eigener Bildungsweg, meine eigenen Brüche in den Biografien sind eben vielleicht auch genauso entscheidend wie die jungen Leute, auf die wir stoßen. Und dann
dafür müssen wir uns, und da glaube ich, wird es schwierig, wenn wir über Strukturen und Institutionen auch sprechen, da müssen wir uns natürlich auch weich machen. Da müssen wir uns wieder durchlässig machen für das, was junge Leute erleben müssen, was wir ihnen zumuten. Ja, ich glaube schon, dass das eine wesentliche dicke Nuss ist, sich mit Chancengerechtigkeit und Diskriminierung im Schulgeschehen zu befassen. Dann hoffen wir, dass ganz viele Menschen dieses Video sehen, es teilen und vielleicht auch beim nächsten Mal zum Forum der Deutschen Schulakademie kommen. Sarah Berg, herzlichen Dank für diese Gedanken, die Sie uns hier mitgeteilt haben. Sehr gerne. Und viel Erfolg auch für Ihre Arbeit in der pädagogischen Bildung, in der politischen Bildung im tiefen Süden. Und kommen Sie uns hier mal im hohen Nordosten besuchen. Sehr gerne. Tschüss. Okay, tschüss.